Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Trader Live Simulator 2. Ich bin jetzt schon mal hergefahren zum Shop. Den sollte ich auch aufmachen und dann sehe ich da unseren Kumpel, dem wir die 50 Dollar in die Hand gedrückt haben für eine neue Fassade. Schauen wir mal, wie er sich anstellt und was er macht. In order to start the work first, I need some money to get some sand. Okay, der braucht jetzt 100 Dollar, weil er Sand kaufen muss. Okay. Dann geben wir ihm das halt mal. Ja. Thank you, good sir. I will come to your shop and start working tomorrow morning. Ich hoffe, dass du kommst dann wenigstens am nächsten Morgen. Ich bin mal gespannt. Der will wahrscheinlich immer mehr haben. Da bin ich mal gespannt. Okay, er hat nichts bekommen, was er wollte anscheinend. Ich denke, wir haben jetzt 575 Dollar, das ist natürlich einiges. Ich bin wirklich gewillt, noch nicht die Toilette zu kaufen, weil ich das irgendwie nicht einsehe. Nur, dass ich ein bisschen schneller jetzt laufe. Ich denke, für den Anfang kann man da wirklich drauf verzichten. Ich finde es auch echt schade. Beim ersten Teil war zumindest irgendwie ein Badezimmer da und man konnte das dann einrichten, aber diesmal halt gar nichts. Ne? Na gut. Hier schaut es relativ leer aus. Ich denke, wir sollten einfach losfahren und mal ein paar Sachen noch kaufen. Unter anderem auch, ja, der Scheich wächst persönlich heute wieder, unter anderem auch vielleicht einen Verkaufstisch oder sowas. Das würde ich jetzt halt gerne mal machen, dass wir ein bisschen mehr Ware hinstellen können. Dazu müssen wir wahrscheinlich hier in dieses Equipment Store. Moment. So, mal schauen, ohne dass ich irgendwie groß ausbreche mit dem Auto und irgendwo gegenfahre. Und hoffentlich auch nicht den Fluss runterjag. Da vorne an der Brücke. Irgendwann wird es wahrscheinlich passieren. Sorry. Aber man muss hier wenigstens nicht aufpassen auf irgendwelche Autos oder sowas. So, wir haben noch 63 Gas, 71 Oil. Also ich möchte das nicht zu früh kaufen. Lieber auf einen Schlag. Wahrscheinlich ist es so teuer, dass ich es da nicht bezahlen kann. Und dann muss ich alles laufen. Oh ja, das wär's. Nee, nicht zum Jabber Shop. Was willst du denn da? Da wollen wir später hin. Erstmal zum Houseware Clothes Shops. Das müssen wir erst freischalten mit unserem Ruf. Okay, und das müsste jetzt der Laden sein, ne? Equipment. Okay. Gucken wir doch mal. So, bei dir waren wir ja schon mal, ne? Für die 500 Dollar. So, wir können... Ja, das ist schön mit dem Shelf, aber wie komme ich denn da hin, um da was draufzustellen? Das kostet 40, hat 3 Ablagen. Das kostet 120, hat 5 Ablagen. Dann kaufe ich doch lieber 3 so kleine und habe mehr Stellplatz, oder? Dann habe ich 9 Stellplätze, und also für 120, und da habe ich nur 4, 5. Ja, also wenn dann das hier. Real Estate Weekly Shelf für 25, aber da passen nur Kleinkram irgendwie drauf. Vegetable Stand. Die sind aber teuer. Da haben wir für Brot und sowas, aber auch 400, ne? 1200, ja. Aber diesmal gefällt mir das ganz gut von den Preisstaffelungen. Du hast nicht nur einfach ein Regal, zwei Regale, sondern du hast halt hier wirklich enorm Auswahl. Also auch hier solche Blickfänger, sag ich jetzt mal, die du in die Mitte stellen kannst. Eistruhe, was kostet die? 1000. 1200. Der kostet 700. Ja, das Problem ist nur, dass man die Sachen nicht übereinander stellen kann, ne?
Was haben wir denn hier? Das ist auch ein Fridge für 1000. Fridge für 1350, okay. Die großen sind natürlich interessant, ganz klar. 1000, 2000, ja, die Dinger sind einfach zu teuer, das ist klar, aber okay, ich weiß halt nicht, ob man die Dinger dann drehen kann oder, man kann sogar das Schild kaufen, okay. Servusle, was haben wir da? Ach, das sind Wände. Ich kann quasi Wände kaufen und die dann bei mir im Laden aufbauen. Okay, nee, wir halten uns jetzt tatsächlich mal hier an die billigen Regale. Warum nicht? Ich hoffe, dass das hinhaut. Und ich hoffe auch sehr, dass ich die ja optimal stellen kann. Das ist noch eine Lampe. Was kostet die? 100, naja. Das ist ein Tisch, nochmal ein Tisch, nochmal ein Tisch. Keine Ahnung, für was sind da Schubkästen oder was? Nee, ist einfach. Ja, es sieht gut aus, aber es bringt mir jetzt aktuell überhaupt nichts. Das ist viel zu wenig Platz, ne? Okay, wir gucken einfach mal. Oh, sogar ein Stuhl. So, da hat es ja geheißen, die kann ich nicht oben drauf stellen, wobei das ja anscheinend doch geht. Na, ich riskiere es nicht. So, wir gehen jetzt einmal... Ups. Wir gehen jetzt einmal in den Jabber Shop und schauen da mal nach. Die Regale kann ich ja im Grunde vor der Tür stehen lassen. So. Keine Ahnung, dass ich die jetzt mal dahin stelle und dann wieder einstecke, weil wenn ich jetzt da reingehe und immer nur zwei Kartons holen kann, ist ja auch blöd. So. Ist schon mal nice, dass das funktioniert, ne? Also, wir gucken durch. Wie sind die Preise heute? Ja. 2023. Also, ich nehme wirklich nur die Sachen mit, wo ich mindestens 2 bis 3 Dollar niedriger bin. Ja, täglich andere Preise. Ne? Das heißt natürlich täglich, wenn ich hier Sachen einkaufe, dass ich dann das immer durchschauen muss. Ich denke mal, auf dem Computer ist das wesentlich sinniger, aber das sind halt 5000 für die Lieferung. So. Watermelon Drink. Ja, ich muss ja selber auch was trinken. 15, 13, 15, 14, 30, 25, ja, da müssen wir durch, das ist ausverkauft anscheinend, 40, 35, ja, okay, ich merke mal, dass wir bei den Cookies sind. Ich probiere das jetzt mal mit dem. Ne, irgendwie. Ich wollte jetzt halt nämlich mal die Tür aufmachen. Aber das funktioniert anscheinend nicht. Wahrscheinlich nur, wenn ich drin sitze. Na komm. Ich will es halt immer sehr genau stellen, ne? Okay. $431 haben wir noch. Solange er, unser Kassierer, noch gut am Verkaufen ist, ne, ist alles in Ordnung. Wir müssen halt jetzt halt nur die Einkäufe erledigen. Soft, ja, den da nochmal. 15, 14. Das Wrapped Paper kostet 10 weniger. Das hier noch, muss ich mal merken, wo ich jetzt war. Also das, sorry, finde ich besser als mit der Sackkarre. Es war natürlich auch lustig mit der Sackkarre, dass man dann da die Kartons drauf geschlichtet hat, aber das finde ich wesentlich sinniger hier, dass man das da unten ins Handmenü im Grunde nimmt.
geht viel schneller. So, wie schaut's aus? 40, 37, ja, Mai. 40, 31, jawohl. Becher, Mehl und Zucker. So, 200. Also 159. Dann würde ich sagen, nehme ich das mal mit. Da bin ich mal gespannt, was mir das an Geld bringt. 159, 200 habe ich jetzt. Boah, soll ich das machen? Ich habe halt keinen Vergleich. Ich weiß nicht, für wie viel ich eine Flasche verkaufe. Ne? Der normale Preis ist quasi $40 für eins. Also das muss ich... Das muss ich lohnen, ey. Ich hoffe es. Ich kann es halt nur überprüfen in dem Moment, wo ich sehe, dass es verkauft wurde, ne? Halt, warte. Du musst sie auf jeden Fall da oben draufstellen. Sonst kannst du die Regale nicht einstecken. So, aber wir schauen auch noch mal rein. Bisschen Geld haben wir noch. Und der hat ja sein Gehalt schon bekommen, unser Mitarbeiter. So, was haben wir hier? Was haben wir da? Was haben wir dort? 115, 90. Boah. Nehmen wir diese Windeln auch mit? Ja, ne? Machen wir. Ich habe nur noch $15, also das kann ich jetzt halt vergessen. Okay. Ich bin dann mal weg, ne? Ciao. So, dann können wir die Regale nämlich auch so einstecken wieder. Na? So. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Hey, tatsächlich. Also wenn ich drin sitze, dann kann ich aufmachen. Okay, also es geht nur, wenn ich drin sitze. Gut, nice, dann geht es auch mit der 2, ne? So, steig ein. Keine Ahnung, warum ich die aufmache, aber ist okay. Hups, wir wollen losfahren. Unser Shoppi wartet auf neue Ware. Und es wird auch jetzt wieder chaotisch hingestellt, das ist ganz klar. Ich hoffe nur, das bleibt alles drauf auf dem Gepäckträger. Ich habe da immer ein bisschen Schiss, ne? Das hatte ich ja schon mal in Spielen, dass dann die Sachen plötzlich noch beim Supermarkt waren. Die hingen dann in der Luft. Und auf dem Auto war fast nichts mehr. So, wir fahren schon 100. Jetzt normalerweise weht es dir die Kartons runter. Ja, das schlingert schon, ne? Und Jump. Spätestens hier werden die Kartons runtergebollert. Sorry. So, einmal quer über den Rasen. So. Wenig Gesundheit habe ich auch noch. Das Ding kostet aber 250, ne? Mann. Okay, warte mal, ich stelle das jetzt mal hier so mitten rein. Es ist jetzt nur für jetzt, ne? Das ist klar. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir die Windeln. Ob ich die da hinstellen kann, ist natürlich die Frage. Ja, geht. So, natürlich gucken, dass wir so viel wie möglich da draufstellen können. Na, ich werde nicht alle hinbekommen. Wäre schön gewesen, aber ich glaube es nicht, oder? Nee, das steht dann am Boden und am Boden wird es nicht verkauft. Ich habe es probiert. Ich habe es tatsächlich ausprobiert und habe einfach mal die Sachen hingestellt am Boden. Ah, ich komme da genau an die Kante immer so.
Warte mal. Low hungry und wir haben Durst. Das heißt, wir können irgendwas trinken. Wir haben nichts zum Trinken. So, Chips kann ich essen? Nein, kann ich nicht. Also ich kann tatsächlich... Oh, das kann ich essen. Die Cerealien kann ich essen. Gucken wir mal ganz kurz, wie schaut's denn aus mit unserem Status? Okay, Essen ist schon wirklich sehr weit unten. Essen wir mal. Okay, das bringt aber nicht viel. Da bringt das Brot mehr, ne? Moment, noch mal gucken. Also wir sind, ja, ein bisschen was mehr als ein Drittel. Einmal essen. Ja, das ist alles irgendwie gleich. Ich glaube, auch wenn ich das Zeug hier esse oder sowas, dann essen kann ich alles. Okay, aber ich sollte trotzdem die Sachen reinholen. Durstig bin ich auch, aber ich habe, glaube ich, nichts. Doch, freilich, ich habe was zum Trinken. Lederpflege, Zucker, Peanut Butter, Nut Sauce, Watermelon, Soda Bottle. Watermelon Drink. Die Soda Bottle nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und diese Lederpflege. Warte mal, die. Schauen wir mal dahinter. Also ich hatte wirklich gehofft, dass die das ein bisschen verbessern hier. Was wollte ich sagen? Verbessern, und zwar in puncto mit dem Toilette gehen und so weiter. Weil ganz ehrlich, das braucht man doch nicht, oder? Dass ich jetzt halt hier irgendwo auf Toilette gehen muss. Obwohl, es ist ja ein Live-Simulator, ne? Also... Soda Bottle. Da werde ich dann gleich mal eine trinken. Ah ja, komm. So, was haben wir jetzt da noch? Dann haben wir die Getränkedosen mit Watermelon Drink. Habt ihr schon mal Watermelone, also getrunken? Finde ich total lecker. Kann ich das hier noch dazwischen stellen? Nein. Dann stelle ich es einfach davor. So, da haben wir Glass Cleaner. Boah, ich muss mal schauen, dass ich die Packungen vielleicht da hinten ein bisschen hin drapiere. Sorry. Das ist Thunfisch. Jetzt sehe ich es gerade. Seafood. Also Essen zum Sehen. zack. Ja, komm, du gehst da dazwischen. Wunderbar. Manchmal ist es schon wirklich sehr fummelig. Weil ich möchte das so eng stellen wie möglich, ne? Aber ich habe euch gewarnt, dass die Parts genauso werden wie der letzte. So. Aber ich höre es immer wieder in der Kasse klingeln, also alles gut, ne? So, machen wir mal da unten noch Platz. Das stellen wir jetzt mal dahinter. So, dich rutschen wir mal noch ein bisschen nach hinten. Für solche Dinger sind diese Displays ganz gut, glaube ich, ne? So. Ich würde sagen, wir holen dann erst einmal die nächsten 5 Kartons rein. Und dann auch noch die, also alle Kartons, dass wir reinholen, ist, glaube ich, jetzt am besten. Oh, nein! Das passiert natürlich auch, ne?
Jetzt darf ich dann extra nochmal gehen. Oh, das konnte ich trotzdem nehmen. Cool. Ach nee, konnte ich nicht. So. Wird hier gekauft oder nicht? Das interessiert mich halt, ne? X Self plus 25% Price. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Nee, es geht ja nicht. Warte mal, vielleicht kann ich das von hier aus hinstellen. Yes, es geht. Wie spät ist es denn jetzt? 20 Uhr. Es wird dann eh bald der Laden zugemacht. Das ist gut. 240, also wir haben auf jeden Fall die Kohle für unseren Mitarbeiter am nächsten Morgen. Ich hoffe, dass hier auch was gekauft wird, ey. Nicht, dass ich jetzt da Regale gekauft habe, die ich verkaufe. So, aber das ist schon mal nice, dass hier auch die Sachen nicht durch das Regal durchfallen. So. Achso, ich hatte ja da schon. Ketchup, yummy. So. Ja, das ist dauert ein bisschen. Bei solchen Situationen weiß ich dann immer nicht, was ich groß reden soll. Ich möchte ja auch nicht bloß reden, dass ich rede. So. Halt, da vorne fehlt noch eins. Ja, wenn man da mal den Dreh raus hat, dann geht es echt schnell, ne? Kauft hier mal jemand Lederpflege oder Pampers bitte? Ich will das sehen, was die bringen. Ich hoffe nicht, dass ich das da hinlade und dann sind es gar keine Regale zum Verkauf. Weil noch ist alles da, ne? Und jetzt ist 21 Uhr, der Shop ist zu. Ich bin durstig, knapp an Gesundheit. Aber hilf es doch. Low Health. Ja, was will ich machen, ne? Wir haben unseren eigenen Shop, da muss man durch, ne? Wenn du selbstständig bist, dann musst du schauen, wie es dir klarkommst. Da geht nichts mit krank. Dann kannst du nicht mal die Füße hochlegen und sagen, mir geht's scheiße heute. Ich bleib mal zu Haus. Da muss der Laden laufen. Das letzte. Was? Wahrscheinlich New York Bakery? Keine Ahnung. Aber ich finde es schön, wie die sich das, wie die das machen. Pistazios. Nice. Ich liebe Pistazien. So. Ich stelle jetzt auch mal. Es ist wahrscheinlich auch so bei dem Spiel, dass wenn ich jetzt das Regal wegnehme, dann hängt alles noch in der Luft. Ach. So, das sind irgendwelche Putztücher oder sowas wahrscheinlich. Oh, mein Wecker schellt. Doch schon wieder 6 Uhr. So.
Zack, jawohl, ihr habt schön hingepasst jetzt. Das packen wir noch da oben hin. Man sagt zwar, Ordnung ist das halbe Leben, aber was soll ich jetzt halt hier Ordnung machen? Ach komm, pack's einfach hin. Dann gehen halt nicht alle drauf. Oder kann ich das da vorne noch irgendwie mit herglitschen? Ja. Cool. Und Chocolate Cookies. Oh, die hatte ich gestern. So, euch stelle ich aber da hinten mit ins Regal rein. Oder daher. Da passt es doch auch gut. Barker Mill. Schoko Cookies. So. Perfekto. Schauen wir mal aufs Tablet. Wenigstens ist diesmal auch Pause, wenn man ins Tablet geht. Also mein Status ist nicht der beste, aber ins Krankenhaus zu gehen ist jetzt gerade keine Option, weil wir haben nur $288. Wir müssen 100 zahlen für unseren Mitarbeiter. Ich kann was essen und was trinken. Kann ich dich essen? Oh, das hat aber, naja, gut, auch nicht sehr viel mehr, ne? Und dann trinkt man hier noch diesen Watermelon Drink. Wo war das da? Ja, der ist gekauft worden, ne? Nein, nicht Shop Upgrade. Was wollte ich hier aber eigentlich? Die Maschine, ne? Shop Rating ist bei 3%. Oh, schön. Einmal jemand da und der findet nichts, sind die Punkte wieder weg. Bills? Auch nichts, ne? Zum Glück. Ja, okay, was soll ich jetzt machen? Wir haben jetzt 23 Uhr. Um 7 Uhr macht der Laden erst wieder auf. Nach Hause fahren ist immer nicht, weil das ist ein Quatsch, bis ich dann zu Hause bin, dann ins Bett gehe. Dann kann ich auch im Grunde einmal ganz kurz speichern und loaden. So mache ich das eigentlich meistens, weil dann stehe ich nämlich normalerweise wieder im da stehe ich zwar zu Hause, aber das macht nichts. So, jawohl. Low Heels. Das Problem ist jetzt nur, ich muss definitiv zum Laden, weil der öffnet ja nicht selber. Den muss ich ja aufsperren. Ist auch komisch, ne? Ich kann durch die Gegend fahren und Sachen einkaufen. Und gut. So, schauen wir mal. Wenn der jetzt halt wieder Geld will, dann sorry, aber... Oh, I forgot to tell you that we need money for the cement as well. Give me 100, please. Oh, du bist doch ein Ausbeuter. 288 habe ich. Ich muss es dir geben, dass das vorwärts geht, ne? So, jetzt hoffe ich mal. Ja, ja, thank you, sir, bla bla. Hauptsache, du magst hinne. So, Shop open, bitte. Wie spät ist es jetzt? Immer noch 7 Uhr, okay. Also die Zeit, die vergeht schon ein bisschen langsam. So, jetzt müssen wir halt wieder warten, bis Geld da ist, ne? 188 haben wir. Er kriegt jetzt dann gleich sein Gehalt mit 100. Dann haben wir bloß noch 88. Ich hoffe mal, dass das... Ja, also es wird von hier verkauft. Das ist schon mal... Weil da ist gerade so eine Kekspackung hier verschwunden. Cheese Milt ist verschwunden. Aber mich interessiert trotzdem, was bekomme ich für die Lederpflege und was bekomme ich für diese Pampers? Wie? Du hast nicht gefunden, was... Wie, was? Was denn? Oat Flakes. Okay. Und der nächste kommt. Ich glaube wirklich, die Ausbildung wäre wichtig. Entschuldigung. Ich glaube wirklich, wir sollten warten. Na,
verdammt. Also irgendwas hat er gekauft, aber... Ach nee, das waren die 100 für das Gehalt. Ich glaube wirklich, wir sollten das machen mit dem Stuff-Skill. Das erste Training, dass wir die nächsten 500 dafür hernehmen. Wenn jetzt halt alles gut läuft, dann müssten wir wahrscheinlich so um die 700, hoffe ich, reinbekommen. Ich werde es auf jeden Fall mal laufen lassen. Ich hoffe nicht, dass ich sterb. Aber 250 für einen Arzt ist halt auch nicht gerade wenig, ne? Also das, die Sachen rauben einem halt dann ein bisschen so den Spaß dran voranzukommen, sag ich mal. Wenn du, wer wird im Real Life so schnell krank? Ganz ehrlich, niemand. Und wenn ich alle 2 Tage oder alle 3 Tage mal zum Arzt muss und da 250 Dollar blechen, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht vorankomme. Es geht halt langsam am Anfang. Man muss geduldig sein, das auf jeden Fall. So, ich lasse den Laden jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, noch laufen. Hoffe, dass ich rausfinde, wie viel man bekommt für die Diapers, für die Windeln und für die Lederpflege. Und ja, werde ich euch dann beim nächsten Mal sagen. Gut, wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.